Herzlich willkommen zurück zu Bibi und Tina, Ferien auf dem Martinshof. Wir haben jetzt beim letzten Mal noch hier so ein bisschen das Pferd gepflegt. Nur ganz dezent, weil es nur ein bisschen dreckig war. Klappt ja. Klappt ja, genau. Und dann sollten wir... Das Wasser ist frisch. Das Pferd hat genug zu trinken. Gib deinem Pferd besser keinen Hafer. Es kriegt ja gleich noch frisches Futter. Genau, wir gehen ja mit ihm raus auf die Weide. Auf die Weide. Das Stroh auf dem Boden ist frisch. Da muss kein neues hin. Oh Mann, wie oft man dieses Pferd misten muss. Es hat geklappt. Sehr gut. Komm, lass uns mal das eben hier. Prima. Prima. Da wieder weg. Toll. Gut. Wir haben hier neue Utensilien. Das ist Huffett. Das kannst du erst auftragen, wenn die Hufe sauber sind. Ah, okay, dann machen wir mal die Hufe sauber. Das ist ein Hufkratzer. Damit kannst du deinem Pferd die Hufe säubern. Gut, nichts Versuch wie los. Versuch es mal woanders. Mm-mm, das stimmt nicht. Ist das richtig? Hä, ich will ihn in die Hand nehmen. Ja, jetzt halt. Super. Sehr gut. Okay, und dann Huffett. Achso, da bleibt er liegen. Natürlich bleibt er da liegen. So. Na komm. Die Hufe sind sauber. Jetzt kannst du sie damit einfetten. Ja. Wenn du es mir gibst. Das passt hier leider nicht. Ich kann die Sachen aber irgendwie nicht nehmen. Versuch es doch einfach nochmal. Ja. So. Gut. Ah. Okay. Ach, das soll ein Pinsel sein. Jetzt. Ist ja auch so ein Schraubendreher. Bin ich fertig? Nee, wegräumen. Du siehst ja richtig schick aus. So kannst du auf die Weide. Sehr gut. Er schaut sehr stolz. Aber wo sind die anderen Pferde? Dürfen die nicht auf die Weide? Na, gefällt es dir hier draußen? Komm, wir müssen den Zaun ziehen. Ach stimmt, genau, sie müssen noch den Zaun aufbauen. Hätte ich mal das Pferd noch drin gelassen. Das ist eine Batterie. Die hängen wir nachher an den Zaun. Aha, Elektrozaun. Super. Achso, wir haben hier diese vorgegebenen Löcher für den Zaun. Und was machen wir zwischen die Staketen? Na, da kommt das Band. Staketen ist auch geil. Super. Und die Batterie. Und jetzt hängen wir diese Batterie an den Zaun? Ja. Ja. Die lädt die Litze elektrisch auf. Dann reißen die Pferde nicht aus. Richtig. Aber der Strom ist doch ganz schwach, oder? Ja, die Pferde erschrecken nur. Richtig. Genau, und das Pferd... Sondern einen kleinen Schrecken kriegen, gut. Aber nicht Schmerzen leiden. Können wir jetzt dagegen fassen? Nein? Oh, schade. Das Wasser ist ganz frisch. Willst du etwas? Das Wasser ist ganz frisch. Nee, okay, sie will... Achso. Das Wasser ist ganz frisch. Ja, ja. Der Trog ist leer. Die Pferde brauchen was zu trinken. Ja, was ist denn mit dem ganz frischen Wasser? Wieso kann ich denn das... Damit können wir den Trog füllen. Ah, okay. So, jetzt. Jetzt können die Pferde trinken. Gut. Sehr fein. Möchtest du trinken? Na, gefällt Cookie? Dir unser Werk? Genieß die frische Luft. Heute Abend kommst du wieder in den Stall. Ich hab Hunger. Lass uns Abendbrot essen. Was, jetzt schon? Ja, ich mache nur noch schnell ein Foto von unserem Pferd. Cool. Gut, dann werden wir jetzt ja mal zum Abendbrot zur Frau Martin gehen. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn mit Vornamen? Weiß jetzt gar nicht. Ich weiß nur, dass der Graf und sie sich immer duzen, aber ich weiß gerade nicht, wie ihr Vorname ist. Wir haben die Weide eingezäunt. Sehr schön. Linda? Lisa? Sind die Pferde schon dort? Ja, klar. Dann esst erst mal was. Holger kann die Pferde nachher wieder in den Stall treiben. Und wir bringen sie morgen früh wieder nach draußen.
Ich glaube, ihr werdet morgen schon genug zu tun haben. Der nächste Tag. Ja, Susanne heißt sie. Susanne Martinschmidt. Ist schon Donnerstag. So schnell vergeht eine Woche auf dem Martinshof. Wow, aber viel machen die ja da nicht. Außer Abendbrot und ein bisschen Pferde fliegen. Wo sind denn die ganzen Abenteuer, die Bibi und Tina sonst immer erleben, von denen man so viel hört? Die schaffen mir nur Arbeit an, sonst gar nichts. Wie geht's? Willst du heute nicht mit deinem Pferd trainieren? Am besten übt ihr erstmal an der Longe. Aber erst versorgen wir dein Pferd. Oder die haben die ganzen Abenteuer schon erlebt und denken sich dann so, so, genug Abenteuer, kümmern wir uns mal um unseren Gast. Wahrscheinlich irgendwie sowas. Wieso sind die anderen nicht da? Sind die schon draußen? Warum meint's nicht? Ist das Mobbing? Das hätten sie auch mal fertig machen können. Hier werden wir heute viel Zeit verbringen. Ja, longieren ist nicht so einfach. Das muss man üben. Okay. Aber wo? Oh, hier gibt es aber eine Menge zu tun. Mhm. Wo ist denn die Schubkarre? Die hat Holger wohl wieder in die Scheune gebracht. Dann lass uns erst Nachschub holen. Okay, also wir machen jetzt komplett nochmal, also alles von vorne. Ach, guck mal, die Miezekatzchen, die kleinen Kittens mit der Mama. Süß. Na gut. Hoffentlich hat Holger die Schubkarre geölt. Die ging so schwer. Wir müssen sie aber nehmen, um das Futter in den Stall zu schaffen. Wir haben keine andere. Du kannst sie rüber hexen. Du kannst sie doch heile hexen. Okay, die kann man noch so ein bisschen. Kraftfutter brauchen wir heute nicht. Das muss sich dein Pferd erst verdienen. Im Stall ist sicher noch genug Hafer. Okay, dann. Stroh? Hier kannst du damit nichts anfangen. Ich wollte nur so ein. Ah, da, den ersten, genau. So, den nehmen wir mit. Super. Und das Heu nehmen wir auch noch mit. Daneben. Ach Mann. Ja. Das ist schwierig. Gut. Gut, gut. Also. Der Eimer ist leer. Den müssen wir erst voll machen. Ja, dann stell ihn doch dahin. Dann können wir ihn gerne voll machen. Unser Pferd macht den Eimer ja auch immer voll. So. Bam. So, das ist genug Futter für heute. Dann auf zum Stall. Schön. Gut, das ging ja schnell. Ab in den Stall und in die Box. Nach dem Lied. Hey. Okay. Rein in die Box. Wo ist denn meine Maus da? Guckt immer so skeptisch. Also los, das Pferd will versorgt werden. Ist ja gut, entspann dich. Gut, dann putzen wir das mal. So, es hat sich ja schon wieder irgendwie dreckig gemacht. Na gut, ich meine, es war jetzt auch den gestrigen Abend auf der Koppel, auf der Weide. Ich weiß nicht, wann die hier reingebracht wurden. Klappt ja. Ich meine, vielleicht haben sie die auch die Nacht da stehen lassen. So. Bist du ganz sauer? Boah, muss ich jetzt alles machen? Jetzt muss ich hier Hufe auch noch, oder? Und hier. Es wird immer mehr. Was muss ich dann das Wochenende auch noch machen? Nee, oder? Wahrscheinlich schon. Oh Gott. Warum macht das nicht der Stallbursche, also Holger? Doch seine Arbeit.
Ich meine, ja, okay. Gut, wenn man so Reiterferien macht, das heißt ja auch immer, man soll dann auch mal sehr ein bisschen mitarbeiten und nicht immer nur reiten, sondern auch mal prima. Die andere Seite des Pferdes, Sport sehen. Ne? Gut, was ist das? Das Tuch brauchst du erst, wenn dein Pferd geschwitzt hat. Achso. Okay, ja, das hat's jetzt noch nicht. Erst ein paar Karottis. Toll. Und den Eimer. Hier passt das nicht. Ach so. Versuch es mal woanders. Ruhig. Super. Okay. Und das auf dem Boden. Gib deinem Pferd nicht zu viel Heu. Holger bringt es nachher wieder auf die Weide. Nicht so Stroh. Ja, für ein paar Stunden, damit es sich an das frische Futter gewöhnt. Ach so, okay. Es darf noch nicht so viel auf die Weide. Und das Heu da rein. Geht doch. Okay, bin ich fertig? Nee. Das Zaumzeug brauchst du zum Longieren. Genau. Das musst du vorher anlegen. Mm-mm, das stimmt nicht. So. Ist das richtig? Ach, komm schon. Ja. Sehr gut. Okay, sind wir fertig? Können wir raus? Ja, nein, vielleicht. Wer weiß. Krieg ich irgendwie in die Loge? Muss ich noch irgendwas machen? Ich weiß nicht. Muss ich noch Hufe kratzen? Wir müssen noch die Hufe säubern. Okay. Aber normalerweise, wenn ich jetzt in der Halle gehe, dann mache ich doch die Hufe danach sauber. Aber okay. Hätte er es dann nicht machen sollen, als er das Tier reingeholt hat von draußen? Ich weiß nicht. Extrem hier schon ein bisschen Arbeit aufgehoben, das ist aber auch nett, damit ich ein bisschen was zu tun habe. Gut. Okay, dann sind wir jetzt hiermit eigentlich soweit fertig. Super, jetzt bist du fertig. Cool. Dann ab in die Longierhalle. Ah, die habe ich gar nicht gesehen auf dem Lageplan. Oh Gott, das sieht aus wie die Halle von Mikosch. Wo das Zelt drin war. Also los, lass dein Pferd laufen. Das ist doch keine Halle. Mit Peitsche und Longe kannst du dein Pferd lenken. Okay. Ja, und jetzt? Wenn du einmal mit der Peitsche knallst, läuft dein Pferd los. Okay. Wenn du sie danach wieder benutzt, wird dein Pferd schneller. Mhm. Ich knall mit der Peitsche. Los geht's. Psch. Und nochmal. Schneller. Peitsch, Peitsch. Schneller. Peitsche knallen. Jawohl. Brrr. Ho, langsamer. Langsamer. Du musst erst das Kommando zum Laufen geben. Ja, hä? Und ziehen? So, okay, ja, läuft. Und jetzt. Trapp und los, schneller. Lauf schneller. Schön. Die haut da mit der Peitsche durch die Gegend. Und wie lange muss ich das jetzt laufen lassen? Oder muss ich überhaupt irgendwas machen? Ho, langsamer. Ja, und wieder schneller. Schneller. Oder braucht das einfach nur so ein bisschen langsamer. Zeit? Wenn ich jetzt hier 3 Stunden trainiere, dann passt das dann schon fürs Pferd. Ja, ja. Ich weiß nicht. Hopp, weiß nicht, wie lange ich das machen muss hier. Los, lauf schneller. Das hat keine Anzeigen, was ich zu tun soll. Ich lasse das mal so laufen. Mal sehen, ob irgendwann was passiert. Es scheint nichts zu passieren. Ich kann sonst nichts drücken oder so. Und irgendwas machen. Was zieht hier? Ach so. Ich habe nicht verstanden, dass ich das machen muss. Ja, okay.
Du musst erst das Kommando zum Laufen geben. Ich weiß auch nicht. Wann bin ich denn hier fertig?